Bounce. Hallo zusammen, moin, ich Blitz-LP und Band-LP, der mit mir den amerikanischen Truck-Simulator jetzt let's playen wird. Band? Ja, hallo zusammen, ich bin's, der Band-LP und wir fahren zusammen, also zusammen nicht, wir zocken auf Singleplayer zusammen. Wir warten halt einfach, bis der Multiplayer rauskommt. Also wir hoffen jetzt, dass es bald rauskommen würde. Oder was meinst du, Flitzer LP? Ja, das sollte angeblich in 3 Wochen fertig sein. Das wäre cool, weil dann können wir die Let's Play zusammen besser machen, weil dann können wir zusammen fahren und so weiter und die ganzen Sachen. Aber Blitzer LP sollen wir mal langsam anfangen loszufahren, sonst wird es ein bisschen zu langweilig für die Zuschauer. Jo, mach mal gerne. Ich bin aber schon, ich habe heute am 4., also Mittwoch, heute den 4. Februar, oder, na, heute ist Mittwoch. Ja, eben. Der was dritten. Ist jetzt heute? Dritten. Der Mittwoch, ich habe heute schon einen Livestream gehabt, den gibt es auf Twitch, auf meinem Kanal, einfach auf mein Twitch-Bild draufklicken, oben am Banner, dann kommt sie ja dort drauf und dann könnt ihr das angucken. Und ich fahre jetzt mit dem Profil weiter, was ich gestreamt habe, natürlich von San Diego nach Elko. Und ich fahre... Und die fahr vom El Centro nach Barstow. Barstow irgendwie. Ist halt ein kleiner Auftrag. Ich hab jetzt gerade 14 Tonnen dabei. Wie viel Kilometer hast du? 395. So wenig? Ja. Aber ich merke es gerade, ich muss den Sound ein bisschen unterschmeißen. Oh. Ja, hier. Hier muss ich ein bisschen einmüssen, schmeißen. Sonst können wir noch. Kann ich leider nicht anmachen, denn YouTube, ne? Content. Ah. Ja, das ist so. So, und von mir gibt's live in 4K Aufnahme. Natürlich. Und bei mir geht normal. Sorry. Bei erster Aufnahme mit 4K. Nein, mal gucken, wie das in hier ausschaut. Ja, ich mache jetzt die normal auf der Full AD. Ja, das ich hier halt wieder zurück auf 1080, das ist ja egal. So, nur die Schaltung macht mich ein bisschen irre. Zockst du mit dem G27 oder was? Ja. Das ist cool. Du mit dem G27. Ganz anders. Du mit dem G27 und ihr mit dem RLS Lenkrad. Das geht zwar eigentlich. Mit dem Side-Deck spielst du. Was? Mit dem Side-Deck Lenkrad spielst du. Ja, vom RLS. Alles einfach. Wie tust du schalten? Der geht auf Automat. Also ihr könnt schon nur über die Tasten zu schalten machen. Kann ich auch machen. Aber ich liebe die G27, weil da kannst du anfangen zu kuppeln richtig und richtig Gänger reindrücken. Wir waren ja alle schon so gespannt auf den ATS. Nun ist er hier. Ja, aber die meisten. Aber die meisten Leute haben schon Let's Play gemacht, bevor er schon draußen steht. Ja, die haben natürlich VIPs. Ja, wir finden trotzdem irgendwie von denen hinterhältig, weil die, wo kaufen oder vorbestellt haben, haben wir für die Überraschung gehabt. Und sobald wir in einer 10 Let's Play machen, dann ist die Spannung halt wieder weg. Ist meiner Meinung. Oh. Ja, jeder wie am Mann. Also, mich kümmert das nicht.
wenn andere Let's Player das vorher schon spielen, können sie damit zufrieden sein und gut ist. Ja. So, Licht anmachen. Ja, ich bin heute mal überlegen, ob ich soll bei der zweiten Part schon Kredit aufnehmen soll oder nicht aufnehmen soll für deinen eigenen LKW. Was sagst du, Flitzer, hast du schon einen eigenen LKW oder noch nicht, oder? Nein, ich bin erst Level 4, hab 25.000, Kredit nehme ich mir keinen auf, denn bleibt ja irgendwie der Spielspaß weg. Denn wenn du Kredit hast, hast du schon einen LKW und dann ist... paar Stunden hast du wahrscheinlich vielleicht schon den schon fertig und was willst du da noch tun? Ja, aber dann hast du deinen eigenen LKW, kannst du deinen Auftrag anfangen, dann kannst du dein Geld wieder anfangen zu sparen und das zurückzahlen für die Bank. Weil ich habe jetzt heute auch mit einem guten Kumpel von mir drüber gequatscht, er übernimmt ja den Hof von seinem Vater und hat auch gesagt, er kommt am Anfang kommt er circa von der Stadt, kann sein, dass er 100.000 oder 200.000 bekommt. Und dann muss er halt jedes Jahr so viel 10% zurückzahlen. Jedes Jahr. Nee, ich mach das ohne Kredit. Ich will mal das so zusammensparen. Kannst du auch machen. Geht aber ein bisschen länger mit dem Ding. Du hast einfach jedes Mal gemietet der LKW. Er macht ja nichts. Also, als erstes mache ich die Fernfahrten. Dann gucken wir mal. Momentan bin ich bei der Einfahrt bei 8 bis 9.000. Jo, jetzt hat sie fast die Geschwindigkeit übersehen. Wer bei mir in Bitstream mitgucken möchte, circa jeden Tag zwischen 14 und 16 Uhr. Komme ich online und wir zocken dann unter der Woche bis circa 20 Uhr. Am Wochenende gern bis 1, 2 bis in der Früh. Da kein Problem. Also am Wochenende wäre ich sogar voll dabei beim Livestream. Du, bei mir. Oder ja. Tust du es selber? Ja, das geht gar nicht, weil wir können erstens, wenn der Multiplayer raus ist, da können wir dann erst zusammen zocken. Aber solange dass wir nur im Singleplayer zocken, müssen wir wahrscheinlich jeder einzeln sein Let's Play, also Live-Übertragung. Ich tue das über Twitch übertragen. Ja, ich hab Twitch auch, aber ich muss nur einstellen. Ich hab schon alles gemacht. Kanalbanner kommt demnächst. Weiß aber nicht. So mit den Followers und das ist alles schon eingestellt. Ja. Okay. Mikrofon, also das Headset geben, mal ein neues holen. Mhm. Schon wieder. Der Flitzer hat ja die Kohle. Ja, du hast die Kohle. Ich muss meine Kohle schön sparen. Aber ja. Diesmal hole ich mir ein Logitech G933. Das ist mit Wireless, also ohne Kabel. Ah, du meinst den Headset oder was? Ja. Ja, aber du musst jedes Mal bei der Ladestation reinstecken. Macht ja nichts. Ja, ich bin mir irgendwie auch am überlegen, ob ich so ein Wireless-Ding holen soll. Aber ja, ich mag Headset mit Kabel nicht, deswegen. Aber dann, lieber eins. Aber dann muss vom Rocket sein. Weil ich bin so überzeugt über die Tastatur, Maus und den EZ. Ich habe alles vom gleichen Anbieter. Von Rocket habe ich nur die Tastatur. Nee, ich habe alles komplett. Und Ich hab sogar bessere Maus als mein Bruder. Da vom Rocket, aber den schwächer, also die Stufe kleiner als meiner. Mein ist ja ein Game-Maus und da eben seiner ist ja weniger Drehmoment oder so. Das wurde die Bewegung eine Stufe kleiner. Da hatte ich glaube 6400 oder sowas und ich habe 8200 oder so.
Das Einzige, was mir schon auffällt, du hast keinen Umleuchter beim American Truck. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Ja, du hast einfach die obere Leuchte halt einfach. Wie beim Ding, wie sagt man? Wie beim ATS-Teil Sachen, wo du oben bauen kannst. Und viel Möglichkeit, also nicht, aber nicht wirklich viel. Und auch die Leistung mit 500 irgendwas PS, das sind für mich wieder, kannst du in den Eimer treten. Aber es soll wahrscheinlich Mod auch noch geben für den American Truck, aber ich bin noch am gucken und rumschauen, ob dann noch überhaupt früher oder später mal noch die Mods geben würde. Und wenn es Mods gibt, dann suche mir nur die guten Mods raus. Nicht so wie beim ETS2 mit 2000 PS und überhaupt. Es ist eine kleine Ungewöhnheit. Also man hat halt nicht die Städte, wo man so durchfährt. Nee. Das ist beim ETS nicht mehr. Man fährt halt mehr Wüste. Ja. Ich komme kaum den Berg hoch mit 9 Tonnen. Ja, eben, und ich habe bei mir jetzt gerade 14 Tonnen Mehl. Okay. Da habe ich auch bis jetzt noch nie gehabt. Aber heute Morgen hat es übelst mir den Aufnahmeprogramm voll anfangen zu lecken. Aber du hast, wenn du Quiz ein Leben hast, kannst du die Gänge selber auswählen. Ob du willst einen 12er oder 16er oder 6 Gänger. Oh. Jetzt bremst der mir aus, hast. Ja, super. Ich habe jetzt einen von rechts überholt. Ich bin auch zügig unterwegs. Jo, nee, ist klar. Schalt ein Lichtding ein und gut ist. Hä? Wieso habe ich jetzt gezahlt? Wenn da 89 oh. ist. Alter, das sagt er zu dritt. Wie zu dritt? Ja, drei Bullen sind jetzt vorbeigefahren. Ja, und sie wollen jetzt beim ETS2 als Multiplayer auch, dass sie die Polizeiwagen herumfährt. Ja, aber nicht SCS selber, oder? Doch. Also, die Admins halt vom ETS und vom American Truck. Ja, von Multiplayer, oder? Ja, nicht? Ja, von Multiplayer fährt dann selber den Polizeiwagen herum. Das sind ja nicht SCS. Ich weiß eben nicht, ob das wirklich vom CS kommt oder das von der Admin kommt. Also so wie ich es erfahren habe, kommt irgendwie entweder von CS oder von der Admins. So, das kommt sicher von den Admins. Keine Ahnung. Komm mal da. Oh. Komm mal wieder rückwärts. Heuballen. Was meinst du, wenn bei den Heuballen da, was da jetzt über die Straßen wandern, noch Kohle drinnen wäre? Das ist scheiße. Alle Fälle muss man auf die KMH achten. Ja. Denn der fährt trotzdem schneller als wie ein ETS. Aber jetzt momentan habe ich gerade ein kleines Problem. Ich muss hier irgendwie drehen. Aber ich mache alles über die Innensicht. Ey, die Dinge, so umso länger Achsen hast,
umso schwieriger wird zum Drehen. Ich fahre lieber mit einem großen SUV mit dann so einem kleinen. Also lieber mit einem Sleeper. Oh, Scheibe. Abgeschnittenen LKW möchte ich nicht besitzen. Gänge da eine zu kriegen ist ja irgendwie komisch. Du musst dreimal schalten, das sind zwei Knöpfe. Jetzt wird's übelst eng. Wird ja übelst eng hier. Ich hab die Schaltung vom Rage genommen. So. Dann würde ich mal sagen, der erste Part ist gelaufen. Ja, wenn ihr uns wieder sehen wollt, besucht uns auf unserem Kanal. FlitzLB und FendLB. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen.